Wir sind weiter in der Vault unterwegs und lesen mal die Berichte in den Computern. Es gab einen blauen und einen roten Sektor. Verdammt leer. Rechnet doch keiner damit, dass da plötzlich eine Mine rumliegt. Das Ei bringt ein bisschen durch drei. Können wir auch das mitnehmen. Überall Kronkorken, das kann doch irgendwie auch nicht sein. So, ich glaube, sie sind in meinem Kopf manchmal hörig, Gedanken, die sind nicht meine. Ich denke, die Roten haben etwas mit der Sprechanlage gemacht. Haben sie irgendwie direkt an unser Gehirn gekoppelt. Was bedeutet das? Warum war da ein blauer Stern unten auf meinem Kronkorken? Stecken die Roten dahinter? Ist das Teil ihrer Gedankenkontrolle? Die sorgen sicher dafür, dass ich Dinge sehe, Dinge, die da nicht sein sollten. Der Stern sollte da nicht sein. Warum sehe ich einen Stern? Und er verschwindet nicht. Egal wie lange ich die Augen zumache, der verschwindet nicht. Ich will, dass der Stern verschwindet. Okay. Ich denke mal, die sind hier bekloppt geworden. Nach und nach. Blauer Sektor. Da sind auf jeden Fall welche drin. Die durch die Tür oder was? Gestern Nacht habe ich den Aufseher der Roten auf unserer Ebene rumlaufen sehen. Er sah aus, als suche er etwas und murmelte vor sich hin. Ich habe gesehen, wie einer der Jungs in der Kantine einen Kronkorken von einer Flasche Sunset Sarsaparilla abgemacht hat und dann auf sein Zimmer gelaufen ist. Ich wusste, dass er etwas versteckt, also bin ich in sein Zimmer eingebrochen, als er nicht da war. Und dort fand ich den Kronkorken. Er hatte einen blauen Stern an seiner Unterseite. Ich wollte irgendwie mal. Ist wohl irgendwie markiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, wofür. Ich weiß nur, dass ich diesen Kronkorken haben muss. Die Bruderschaft! Das reicht fürs Erste. Über uns irgendwo, ja.
bin immer noch am Suchen. Ich frage mich gerade. Bin immer noch am Suchen. Okay. Das kann eigentlich nur die andere Tür noch sein. Es ist ein wenig verwirrend. Stimmen, ich kann sie durch die Lüftungsschächte hören. Sie klingen nach Verschwörung, sie klingen nach Hass. Die Blauen setzen sich nie zu uns, sie behandeln uns, als hätten wir irgendeine Krankheit. Vielleicht ist das ja so, diese ganze Welt ist krank. Aber hier war doch der Aufzug, genau, den wollte ich doch verwenden. Gesetzeshüter können sich bei mir auf einen harten Kampf einstellen. Bla bla bla. Das ist immer noch das Gleiche. Ein paar von den Blauen haben heute in der Klinik Ärger gemacht. Ich wette, sie haben Drogen geklaut. Spät nachts habe ich gehört, wie die Entlüfter angingen. Andere haben es auch gehört und ich wette, die benutzen die Drogen, um uns zu vergiften. Klauen sie in der Klinik und benutzen sie, um uns alle umzubringen. Nein, ich kenne die Wahrheit der Aufruhr in der Klinik, das war bloß ein Trick. Sicher kriegen sie die Drogen von der Ärztin. Sie steckt mit denen unter einer Decke. Nie verlässt sie ihr Büro, bestimmt weil Drogen durch das Entlüftungssystem reingepumpt werden. Ihr Büro muss der einzig saubere Raum sein. Gesetzeshüter können sich bei mir auf einen harten Kampf einstellen. In letzter Zeit kann ich nicht schlafen. Einer der Blauen lungert ständig bei der Sicherheitstür herum und ich glaube, er versucht hereinzukommen. Verdammt, wir können schnell mitnehmen. Ich habe mal rumgefragt und es gibt eigentlich keinen Grund für den Ausfall dieser Filter. Das muss Sabotage gewesen sein. Es geht das Gerücht, einer der Roten habe das getan. Würde mich nicht überraschen, wann immer ich in der Cafeteria in einem Grüppchen von denen vorbeikomme, fangen sie alle an zu tuscheln. Ich wette, sie... Was? Baldovern schon aus, was sie als nächstes tun. Mann, dieses Wort habe ich gleich noch nie geschrieben gesehen. Was glotzen sie denn so? War ich hier schon? Verdammt, schon wieder keine Kippen mehr.
Manchmal höre ich Geräusche über die Sprechanlage. Papa sagt, er hört sie nicht, aber ich schon. Es sind ganz hohe Töne und manchmal höre ich eine Stimme, verstehe aber nicht die Worte. Mama sagt, ich bilde mir das ein und dass ich nicht darüber reden soll, dass die Leute sich bloß Sorgen machen, aber ich habe mit ein paar von den anderen Kindern geredet und die hören es auch, weil Kinder noch andere Tonlagen hören können. Okay, also ist klar, dass die Ärztin irgendwas gemacht hat. Fragt sich bloß, wozu das Ganze? Und nicht wundern, ich will bloß erstmal unseren Kram wieder verkaufen. Wo war denn das? Tralala. Sie sind also wieder. Okay, was habe ich denn hier alles aufgesammelt? Ich weiß es gar nicht. Bleistift, zwei, weg damit. Brauchen wir das eigentlich noch? Eigentlich nicht. Okay, 300. Da klammern wir mal mit. Und zack. Tschüss. Ein Vergnügen mit Ihnen, Geschäfte. Ciao. Und wieder ab in die Vault. Ich habe mich gerade gefragt, ob die Todeskralle wiederkommt. Das soll bestimmt die Warnung dafür sein, Todeskrallengebiet. So, jetzt können wir zumindest noch die paar Sachen mitnehmen. Jetzt einen neuen Sheriff, der auf die Stadt aufpasst. Weiß ich. Haben wir hier gelesen? Auf jeden Fall nicht besonders gut gelootet. Die werden ja wohl kaum alles wieder neu befüllen, oder?
Was glotzen Sie denn so? Dann haben wir wahrscheinlich da bloß nicht richtig geguckt. Frim hat jetzt einen neuen Sheriff, der auf die Stadt aufpasst. So. Also, wir sollen die Schwefelmine räumen. Hier geht es dann in der nächsten Folge weiter. Spitz bedanke mich. Bis dann.